So, hallo Bernhard. Servus. Heute zeigen wir euch ein neues Video. Herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema altes Wissen aus dem Handwerk. Und was zeigst du uns heute, Bernhard? Ich zeige euch heute, wie man gute Kalkfarbe herstellt. Gut, was hast du da für einen Kalk? Ich habe einen 2 Jahre alten Sumpfkalk. Den habe ich vor 2 Jahren selber abgelöscht. Wie ist es mit dem Sumpfkalk, je länger der lagert? Umso besser wird er. Ist wäre ein guter Wein. Okay. Und ich sehe gerade, du hast da so ein Schild im Hintergrund. Woher hast du das? Das ist von Meier, der Kaffee mit meinen Baustoffen. Aber da mache ich jetzt ein wenig Schleichwerbung oder Geld kriege ich ganz dafür. Also Geld kriegst du keins dafür, okay. Gut, dann zeig uns mal, wie du das machst und was du da reintust, damit es eine gute Kalkfarbe wird. Also, sehr so ungefähr. So 8 Liter Kalk rein. Müssen reichen. Und dann nehme ich nur Leinöl. Leinöl. Ja. Das nimmt man mich im Abrieb. Wenn man jetzt da drüber streicht, dann kann ich weiße Finger kriegen. Okay. Wie viel Leinöl hast du da jetzt reingetan? Das sind so 200 Milliliter. Und dann nehme ich nur einen Quark. Ganz normalen Quark. Ja. Den nimmt man, dann geht es leichter zum Schönes zum Verarbeiten. Und wie viel Quark ist das jetzt? Das sind 250 Gramm. Wird die Farbe dann nicht schlecht irgendwann mit Nee, dem Quark? nein, nein. Manche lagern sogar, die den Quark und dann lernen sie sehen, wo er steht. Sonst dann ist es nur besser. Ah, okay. Und jetzt kommt nur ein wenig Wasser drauf. Und dann rührt man es nur um. Ein bisschen Wasser. Passt. Kann man das jetzt theoretisch gleich zum Streichen verwenden? Ja, kann man gleich streichen. Willst du uns das noch kurz zeigen? Ja, das machen wir im separaten Video. Okay. Gut, dann danke fürs Vorführen und fürs Zeigen und Teilen von deinem Wissen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Schreibt mir in die Kommentarfunktion,
ob ihr weitere Videos aus diesem Bereich sehen wollt und wie eure Erfahrungen mit Kalkfarbe sind. Gebt mir ein Like und alles Gute und alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Servus.